Hallo, liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Mein Mondbär. Das ist der Mondbär, ein Gute-Nacht-Spiel ab 3 Jahre. Wen wollen wir grüßen? Lilly und Jonas. Lilly und Lukas und der Große ist der Jonas. Die wollen wir grüßen. Hallo, ihr drei. Jetzt wollen wir euch mal ein Gute-Nacht-Spiel zeigen. Man kann natürlich auch eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen, weil dann geht's ins Bett. Und wir haben ein schnelles Spiel rausgesucht, nämlich weißt du, wie viel Sternlein stehen? Die Alina darf einfach mal anfangen. Ich erkläre gleich, wie das geht. Sie muss nämlich jetzt hier diesen Käfer würfeln. Den muss ich auch würfeln, dann darf ich das Blättchen umdrehen. Jetzt schau mal, ob dahinter... Oh, da ist der Himmel. Also kein Stern. Wir sammeln nämlich Sterne. Wenn wir 3 Sterne gesammelt haben, dann haben wir das Spiel gewonnen. Sterne. Aber einen großen Stern brauchen wir. Und wir brauchen 3 Sterne. Nein. Nein. Ja, jetzt schau mal, was hast du drunter? Oh, zeig's mal in die Kamera, dann sehen die Autos. Ah, sie hat einen großen Stern und sie braucht jetzt nur noch 2 Sterne, dann hat sie das Spiel gewonnen. Es sind nämlich teilweise Himmel und es sind Sterne drunter, je nachdem. Und das ist ein Spiel, wo man dann sagen kann, dann geht's ins Bett und schlafen, weil das geht ja recht schnell. 3 Sterne, manchmal geht's ein bisschen länger, aber normalerweise nicht länger als 10 Minuten. Ja. Jetzt schau mal, ob du einen großen Stern hast. Hast du einen? Oh nein, schon wieder. Papa hat noch gar keinen Stern. Oh nein, wenn du jetzt den 3. Stern hast. Oh. Wer hat jetzt das Spiel gewonnen? Ich. Dann klatsch ab. Super, Papa hat diesmal gar keine Sterne. Und jetzt sagen wir Tschüss und was sagen wir? Gute Nacht an alle. Gute Nacht. Schlaf gut und ihr drei auch, natürlich.